Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo bzw. fast schon Reaction Video für euch über das kommende Planet Zoo DLC. Denn auf dem Planet Zoo YouTube Kanal wurden die ersten zwei Tiere schon mal mit so einem kleinen Showcase Video hier vorgestellt. Unter anderem der Giant Anteater, das ist der große Ameisenbär. Das werden wir uns gleich angucken. Und noch ein weiteres Tier, nämlich der, hier Dings, der Affe. Ja, schauen wir uns gleich an. Ich habe gerade leider den Namen vergessen. Ihr kennt mich ja. Aber als erstes schauen wir uns mal den Ameisen, nicht Totenkopfäffchen. Wie heißt er denn? Jetzt belastet mich das. Auch irgendwas mit Äffchen. Fällt mir gerade leider nicht ein. Werden wir uns aber auch gleich noch angucken. Wir schauen uns jetzt erstmal das Video hier an. Und das werden wir dann gleich auch noch so ein bisschen analysieren. Oh, da ist er. Oh. Oh mein Gott, ist der fluffy. Simulation Runs Wild. 7. April kommt das Ganze heraus. Achso, die beiden Videos, die ich euch heute oder die wir uns heute gemeinsam angucken, sind natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt die auf jeden Fall ab und lasst ein Däumchen da. Habe ich natürlich auch gemacht. Ja, also ich muss wirklich sagen, der sieht ja mal mega süß aus. Der sieht total fluffy aus. Hier sieht man nochmal so ein bisschen die Gegend und die Landschaft. Coole Bäume auch hier, ne? Mit diesen Ranken, diese schrägen Bäume. Die sehen echt schon sehr nice aus. Ich spule mal so ein bisschen vor, wir skippen mal sonst durch. So, hier sehen wir schon die Ameisenbären. Da sieht man auch schon ganz gut, dass hier diese Ameisenhügel wahrscheinlich dann sind. Sind wahrscheinlich extra für die. Ich gehe mal davon aus, dass es Ameisenhügel sind. Da werden die dann wahrscheinlich mit ihrem langen Rüssel so ein bisschen reinsnacken und ihr Essen herbekommen. Denke ich mal. Müssen die dann überhaupt noch gefüttert werden? Wahrscheinlich müssen hier diese Ameisenhügel oder so aufgefüllt werden. Könnte ich mir gut vorstellen. Hier sind auch ganz nette Fackeln so, auch sehr schöne Laternen. Ah, hier sieht man wieder viele tolle neue Bauteile. Und diese süßen Ameisenbären, ich will eigentlich vorspulen noch weiter, wenn ich ehrlich bin. Da sehen wir ihn zum ersten Mal. Oh mein Gott, ist der nicht schön. Guck mal, wie fluffy der ist. Der hat so schönes Fell. Ich spule mal so vor. Da sieht man ihn nochmal. Oh, wie süß er sich kratzt am Bauch. Und diese Färbung ist auch schön, dieses Weiß mit diesen schwarzen Flecken. Ah, das sieht schon toll aus. Und dann dieser lange Nasenrüssel, mit dem er dann die Ameisen aus dem Bau saugt. Sehr cool. Und auch dieser Schwanz sieht sehr cool aus. Sieht man gleich nochmal besser. Das finde ich auch so süß. Oh mein Gott, ich spule nochmal zurück. Wie er sich da kratzt. Guck mal auf seinen zufriedenen Blick dabei. Oh, ist das toll. Hier sieht man ganz gut den Schwanz. Hier ist nochmal ein Jungtier. Und hier sieht man bei dem erwachsenen Tier, wie fluffy der ist. Ich wusste gar nicht, dass die so süß aussehen. Und die scheinen auch hier diesen Faustgang zu machen. Wie die Gürteltiere, nicht Gürteltiere, wie heißen sie denn? Chinesischen Schuppentiere. Sind wahrscheinlich so Buddelkrallen, gehe ich mal von aus. Oh, das ist so toll. Wie entspannt und friedlich die aussehen. Ich glaube, das wird eins meiner neuen Lieblingstiere vom Planet Zoo. Oh, wie es trinkt. Oh, ich liebe ihn. Mega cool. Hier auch wieder ein cooler neuer Baum im Hintergrund. Und diese hier mit den Ranken sowieso, die haben wir schon häufiger jetzt gesehen. Der hier scheint, glaube ich, auch neu zu sein. Kenne ich so auch nicht. Wow. Okay, der Ameisenbär, der ist wirklich awesome. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und jetzt gehen wir nochmal zu dem Kapuzineräffchen. So heißt es. Es ist mir wieder eingefallen. Und schauen uns das mal eben an. Natürlich liken wir auch dieses Video, so wie es gehört. Ich habe mir die Videos übrigens schon angeguckt, weil ich konnte nicht widerstehen, falls ihr euch wundert. Also ich habe es vorhin schon einmal, kurz einmal durchgeguckt, die Videos. Da bin ich ehrlich zu euch. Und ja, es sind halt nur 20-Sekunden-Videos und ich konnte nicht widerstehen, aber ich wollte die auf jeden Fall mir nochmal mit euch gemeinsam ein bisschen genauer angucken, weil ich sie halt nur einmal überflogen habe. Also das ist das Kapuzin-Monkey-Showcase, also das Kapuzineräffchen, das schauen wir uns jetzt mal an. Alter. Oh mein Gott. Also mir ist jetzt nicht das Tier als mega krass aufgefallen, sondern, ich zeige es euch kurz, dieses Gebäude mit dem riesigen Wasserfall. Wie cool sieht das denn aus? Oh mein Gott, achtet da mal drauf. Achtet mal nicht auf die Tiere. Ah, das ist ja heftig. Wow. Okay, das ist krass. Der Affe gehört jetzt nicht gerade zu den Tieren, auf die ich mich
Also ist schon cool, das Kapuzineräffchen, keine Frage. Aber wir haben schon sehr viele kleine, süße Äffchen, so wie das Kapuzineräffchen, zum Beispiel die Katas oder die Varis oder sowas. Deswegen finde ich die jetzt nicht so mega interessant. Die heben sich halt nur optisch von denen ab, aber ich denke mal, ist jetzt kein so richtig neues Tier. Wisst ihr, was ich meine? Der Ameisenbär ist halt so ein komplett anderes Tier, was wir noch gar nicht hatten. Er kommt halt schon sehr nah an Tiere dran, die wir schon im Spiel haben. Deswegen finde ich den nicht ganz so interessant, ist aber trotzdem sehr süß, definitiv. Aber dieser Wasserfall und dieses Gebilde da, das finde ich ja so heftig. Boah, das sieht so unglaublich gut aus. Und jetzt sehen wir ja auch nochmal das, worum es jetzt hier geht eigentlich in dem Video, nämlich das Kapuzineräffchen. Ist auch sehr süß, sehr kleine Händchen, kleine Füßchen. Hier oben weiß, unten schwarz, auch einen sehr schönen langen Schwanz. Oh, putzige Augen, die sind schon süß. Also süß sind sie auf jeden Fall. Das necken sie alle. Okay, also ich bin wirklich geflasht, wenn ich mir das hier angucke. Stellt euch mal vor, man baut wirklich ein Zoo in diesem Stil. Das ist ja so richtig Aztekentempel. Und wie das hier aussieht mit dem Wasser, wie das darunter tropft. Oh mein Gott, das ist so cool. Und dann die Treppe hier. Okay, das ist heftig. Ich freue mich auf das DLC, wenn ich das sehe. Da werde ich auch definitiv mal wieder ein Zoo bauen, denke ich. Das Kapuzineräffchen ist aber auch cool. Aber ich bin halt jetzt mega geflasht hiervon, weil das so gut aussieht. Okay, das war's schon. Sind halt nur zwei 20-Sekunden-Videos, aber sehr, sehr coole Videos. Und die weiteren Showcases von den weiteren Tieren, die werden die nächsten Tage kommen. Das heißt, morgen oder übermorgen werde ich wahrscheinlich nochmal ein Video mit den anderen Tieren machen. Müsst ihr da mal gucken. Aktiviert am besten die Glocke, dann werdet ihr es nicht verpassen. Die beiden Videos, die wir uns jetzt angeguckt haben, die sind natürlich für euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Checkt die ab, lasst ein Like da. Und ich werde euch auch das DLC auf Steam verlinken unten in der Videobeschreibung, falls ihr euch das vorbestellen wollt oder so. Ja, ansonsten würde ich sagen, das soll es mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Falls ja, lasst ein Däumchen da. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Bleibt gesund, macht's gut, haut rein. Euer Dandy.